So, jetzt brauche ich hier noch irgendwen, der mir was hier kommt. Du willst doch bestimmt was loswerden, oder? I'm busy. Da lauf da rein, da ist ein Waffenhändler. Ja, hier oben ist auch ein Kochhändler. What a spectacular day. What's the matter? May the great dragons be with you. Ach, lass mich doch einmal in Ruhe. Dann laufe ich halt hier rein. Ich glaube, da ist ein Waffenhändler. Ich nehme aber den Rüstungshändler so. Check, check, check. So, ist mir jetzt egal. Hier, zartes Schmalzfleisch. Mm-hmm. Futter ich sofort. Aber ganz ehrlich. Na doch, die Sachen, die wir haben, sind noch ein bisschen besser. Ja, dann, Party on, würde ich sagen, oder? Soweit bin ich noch nicht. Unser Schiff liegt aber an. Nee, das ist nicht unser, das sieht aber episch aus. So, komm, Schnuppi. Ich finde diese Vorwärts-Rückwärts-Salto-Kombination einfach nur interessant. Toll, ne? Ja. Was willst du denn hier eigentlich kommen? Quest! Nee, jetzt nicht hier. Wir sollten nicht woanders anfangen zu questen, das würde sich echt nicht gut machen. Ich glaube, wir würden gar keine Übersicht mehr haben. Dein Inventar sieht übrigens nicht so leer aus. Nee, ich weiß. Es wird auch nicht leerer. Flotter Drache. So, ich würde sagen, ich sag dir dann gleich Bescheid, wenn das Schiff kommt, oder? Okay. Ich würde dir sagen, ich lasse den Zuschauern mal einen Einblick auf deinen Monitor zu, aber das geht ja nicht. Es tut mir sehr leid. Ja, du brauchst dringend eine Aufzeichnungssoftware auf deinem Rechner. Nein, wer will das sehen? Was würde dein Rechner dazu sagen, ist viel interessanter, weil der würde wahrscheinlich unter der Last zusammenbrechen. Ach Quatsch. Aber sowas von. Aber sowas von. Das Gute ist, dass die Luftschiffe nur alle 5 Minuten kommen. Dementsprechend hat man halt ein bisschen Zeit, um hier rumzugammeln. Du gibst mir natürlich auch die Zeit, jetzt um rumzugammeln, was auch wieder nicht so positiv ist. Ich guck mal, wie. Man hat echt zu wenig Platz. Das ist das doch ein Problem. Da kann man nichts machen. Deine Bank sieht aber auch echt angenehm aus. Immer zu voll hier. Mein Rucksack ist total entspannt. Dann kann ich euch mal zeigen. Guck mal, wir haben hier eine lila Lilia-Villa. Kann nur im Housing-Bereich angewendet werden. Wir sind natürlich noch, wir haben noch keine Ahnung, was im Housing-Bereich ist. Ja, ja. Ach hier, das ist das, was du auf deinen Stab angewendet hast? Genau. Du musst einfach nur... Kann nur einmal verwendet werden? Ja, und dann kriegst du ein Kostüm. Möchte ich aber gerade nicht. Tagesquest, Rücksetzungsticket, Server-Megafon, da können wir richtig laut mit sein. Transportrunen. Beten wir mal für eine Transportrune. Ich muss gleich springen, wenn du sagst, losgeht. Dämonenreichflöte des Händlers. Ich kann ja jetzt schon sagen, dass es losgeht, weil das Schiff ist bereits oben am Himmel aufgetaucht. Wir können natürlich dann nochmal 5 Minuten auf die nächsten warten. Ich suche Sachen, die ich verkaufen kann. Stärkungskristalle. Interessant. Die Sachen, die viel einbringen jetzt und verkaufen. Das ist gut, ja. Das will ich so drin haben. Viel ist aber auch eine Frage von, was ist viel? Luftschiff aus Peonhof wird bald in Shea ankommen. Zu eurer Sicherheit. Heute bitte Abstand zum Dock. Oh oh. Es kommt, es kommt. Du hast jetzt wahrscheinlich noch gefühlte Minute.
Aber viel mehr habe ich auch nicht Platz gemacht in meinem Rucksack. So, Schiff ist da. Und ich bin durch den Boden gefallen. Ach was, hier, den Rest verkaufe ich so. Wie cool ist das denn? Kann man vom Schiff runterfallen, ja? Ja, ich bin bei dem Versuch, aufs Schiff raufzugehen und vom Schiff runterfallen. Habe ich jetzt noch Zeit zum Verkaufen? Eigentlich nicht. Aber das hättest du alles auch... Jetzt ist vorbei. Jetzt komme ich nicht mehr runter. Ja, stehe da am Rand. Ich komme nicht mehr runter. Nee, ist doch besser so. Oh, oder doch. Oder ich komme runter und sterbe. Ja, du kommst noch ganz gut runter, finde ich. Wow! Jetzt muss ich aber auch irgendwas umhauen, damit den Leuten nicht allzu langweilig wird. Oder wir müssen eine Aufnahmepause machen. So, ja, jetzt. Komm mal her, du dicke Spinne! Eine rehfressende Spinne! Wo war das? Die sieht ganz schön eklig aus übrigens. Wow! Sag mal, ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Da, wo der große Turm ist. Ich klopf die einfach mal so um. Tschüss! Die quietscht. Genau, der Turm. Aber wie bereits erwähnt, müssen wir jetzt 5 Minuten aufs nächste Luftschiff warten. Tagesquest, könnten wir auch in der Zeit machen hier. Wird aber länger als 5 Minuten dauern, ja. Genau so sieht's aus und wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, unsere Quests fertig zu kriegen. Ja. Wir können natürlich auch händisch zurückfliegen. Ha. Ha 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 ha. Ha ha ha, das geht nicht. Nein. Ja, nicht, dass du jetzt anderen Leuten hier irgendwelche Visionen machst. Genau. So, wir können aber unten auch noch ein paar Spinnen töten. Ein paar rehfressende Spinnen. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein riesen Spinnennetz. Hier sind ein Haufen, aber ich will mal tauchen. Meinst du, der Drache kann tauchen? Nee, kann er nicht. Es gibt ja auch Drachen. Ne? Ja, es gibt Schwimmdrachen. Komm rein da. Oh. Weg ist er. Ja, ist ja normal. Der haut den ab. Der ist wasserscheu. Da muss man jetzt leider mit leben dann. Aber hier sind irgendwie kaum Viecher im Umfeld, finde ich. Wir könnten, was wahrscheinlich mal ganz interessant ist, wenn du mal stehen bleiben würdest. Ein Duell machen? Ja. Duell. Duell. Geht aber ganz schön ab. Dein Drache. Wie soll man denn bitte gegen einen Nahkämpfer eine Chance haben? Ich bin Fernkämpferin. Mit einem Nahkämpfer gegen dich. Lauf du nicht weg? Läufst du da weg? Das gibt's doch nicht. Oh. Was ist denn jetzt los hier? Scheiße. Da ist eine Spinne mit drin. Läufst du jetzt weg? Was ist denn das für eine feige Sau? Oh, oh, oh. Ja. Damit nietet mich dein Drache gerade um. Jawohl, jawohl. Du kannst auch Tränke benutzen, ne? Tschüss. Hast du Trinke überhaupt in deiner Schnellleiste? Nö. Sieg! Scheiß Spinne. Ja, die Spinne war auch noch ganz schön gemein. Da kommt unser Boot. Los, los, los! Ach ja, rauf auf den Nacken. Also ich bin der Meinung, dass ich so als Nahkämpfer echte Probleme gegen dich habe. Vor allem mit den Drachen, ey. Wie soll man da bitte... Die kann man ja auch noch steuern, so ein bisschen. Finde ich schon ziemlich komisch. Ziemlich cool. Also die Duelle mit dem Ausweichen und sowas sind schon wirklich spaßig. Du meinst mit dem Weglaufen?
Du bist weggelaufen, Angsthase. Nein, du bist voll vor mir weggelaufen. Ich wollte nur Abstand nehmen, damit ich meinen Skill benutzen kann. Hier den Chuck. Chuck und Chuck. Du Heulsoße. Du weinst. Oh, soll ich dich trösten? Nee, ich hab das nur für dich gemacht. Ach so. Ein Duell auf dem Boot wäre auch interessant, oder? Das geht nicht. Ja, das lädt ja gleich direkt. Das geht nicht. Oh, schade. Ein Duell ohne Drachen wäre interessant. Einfach powermäßig was. Ah, wir hatten denselben Drachen jetzt. Ja, ja, klar. Und deiner ist Level 10, meiner 6. Und deiner hat mich die ganze Zeit angegriffen und meiner deinen. Das war irgendwie... Ja, mein Drache ist halt präsenter als ich. Übrigens finde ich das sehr schön. Es gibt auch einen Zug, der durch die gesamte Karte irgendwie fährt. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ui. Und hier nette, interessante Luftschiffe. Das sieht eher aus wie ein Weltraumflugzeug. Ein Weltraumflugzeug. Oh. Oder ein UFO? Eindeutig Raumschiff. Ein UFO. So nennt man das. Hm. Würde ich mal spontan behaupten. Ja. Ja. Hm. Ja. Ladebildschirm ist ja was Tolles. Ich würde ihn ja grundsätzlich rausschneiden, aber nö. Ihr leidet mit uns. Ja, das dauert jetzt ja auch nicht so lange. So. Man kann ja vorspulen. Ist das jetzt richtig? Ja, sind wir. Jump! Oh, das war nicht so gut. Oh, das hat ganz schön wehgetan. Ich bin auf dem Dach gelandet, das ist vielleicht sinnvoller. So, und du weißt jetzt, wo die ganzen Leute sind, ja? Kannst du auf der Karte gucken. Hier ist Dulado Driller. Das wird dir angezeigt, siehst du? Ja, okay. Und da ist Grabbeul Wasserkascher. Ja, dann sind wir direkt in der Nähe. Würde ich sagen, fangen wir mal direkt damit an, oder? Ja, klar. Hier ohne langes Rumwuseln. Ja, wenn ich jetzt richtig laufen würde. Müssen wir von den Angreifern noch welche machen? Das mit den roten Mobs hat nichts damit zu tun. Ich muss immer noch an die Quest-Mobs denken. Und die können ja gar nichts mehr. Hier. So, und hier müsst ihr ja dann irgendwo wahrscheinlich in diesem komischen... Blub. Wird der wahrscheinlich irgendwo auftauchen, oder? Ja, also, das scheint gerade nicht wirklich da zu sein. Hier ist noch ein Angreifer. Ja. Also hier ist der Pass auf jeden Fall das Kommen. Die können alle nichts mehr, außer graue Sachen geben. Ich habe ihn noch einmal gesehen, also. Wow, wow, wow. Hier traint einer. Ja, da kann ich auch mal. Hier ist Dulado Driller dabei. Was ihn? Jo, ist down. Haben wir ihn besiegt jetzt oder nicht? Ja. Gut. Okay, das war Nummer 1. Jetzt Nummer 2. Direkt weiter, der ist weiter oben hier. Ja, dann hau rein. Ich folge dir unauffällig. Oder ich lauf vor. Ja, ich kann gerade sowieso nicht mehr sprinten. So Ausdauertränke wären auch extrem cool. In dem Haus? In dem Haus ist aber auch irgendwas drin. Quest. Ja, cool, hier sind Quests. Hier ist Bochum. Boom. Dann erstmal annehmen, ne? Kleine Gruselkiste! Und. Meine Gruselkiste. Mondscheingras und Oerstrichfedern. Was muss man jetzt mit der Kiste machen? Ich check's noch nicht. Ich habe die Quest nicht gelesen. Kleine Gruselkiste. Oh nein, bitte lasst euch mal ein Aussehen. Die ganzen gelben und roten Punkte auf der Karte.
Die sind für dieses Gras, oder? Ja. Mondscheingras. Sind ja. Die gelben. Ist doch super. Dann können wir hier. Dann kriegen wir das ja schnell zusammen, oder? Ja. Nichts passiert. Was ist denn das bitte? Ist doch nicht Pokémon hier, oder? Carpador benutzt Platscher. Platscher ist sehr effektiv. Ja, auf jeden Fall. Wie viel Mondscheingras brauchten wir nochmal? 6, okay. Ja, dann sammeln wir mal schnell Mondscheingras hier. Das geht ja ganz flott. Geht ja total schnell. Wenn ich es denn sehen würde. Ach ja. Ich kleiner Blindfisch, ich. Oh, jetzt stört mich doch nicht hier beim... Hallo, ich will es gerne einsammeln. Dankeschön. Ja, das war mein Mondscheingras. Das ist auch meins. Ja. Du kämpfst lieber mit irgendwelchen Viechern, ja? Ja, die greifen mich hier schon wieder in Scharfen. Okay, an. Okay, okay, ja, ja. Ich weiß auch nicht, wieso, ja, ne? Ja, 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 hm, ja. Hier vorne ist noch irgendwas punktemäßiges. Ah, eine Kiste. Doch, Freundchen! Oh. Ja, die Punkte sind schon mal weg, die gelben. Damit bin ich mal fertig. Ich habe hier eine Kiste gefunden. Karls, Kartens kleine Kiste. Die musst du wahrscheinlich auch noch holen. Ja. Ja, ihr erfüllt Questvoraussetzungen für die Gruselkiste. Komm, zu mir. Und ich sehe hier hinten auch irgendwo den Mob, den wir suchen, oder? Oder ist es der falsche? Ja, das ist Driller, den hatten wir ja schon. So, ich habe mir mal hier ein paar Ostrich-Dinger geholt. Die brauchen wir ja auch noch. Ja, ich versuche mal zu dir zu stoßen. Ja, bis ich da bin, sind die alle tot. Oh. So, alles down.